Die ersten Gäste fackeln nicht lange und stürmen den Tisch. Ja, der erste Blick schon mal nicht schlecht. Außen ist wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut, ganz ehrlich. Also als ich gekommen bin, habe ich gedacht, ehrlich, ich komme zum Italiener. Aber als ich drin war, habe ich etwas anderes erwartet, ganz ehrlich. Es war für mich zu nackt, zu leger. Nein, den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt gar nicht. Es ist nicht so dieses typisch italienisch verspielte, zugebaute und auch nicht so Taverna-mäßig. Es ist elegant. Kerstin und Max machen die 4-Tage-Wochenrunde komplett. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke. Tonino ist absolut sympathisches Kerlchen. Auch diese italienischen Charme, den er mitbringt. Ja, er ist halt einfach Gastgeber mit Leib und Seele. Echt schade, dass er tatsächlich in der Küche steht, weil ich glaube, der könnte auch wirklich ein sehr, sehr guter Gastgeber sein. So, der Kaisertempel, der wird heute gerochen. Deutlich leiser studieren die Gäste unterdessen die Speisekarte. Das ist aber eine schöne Karte, oder? Schöne Karte, große Karte. Ja, relativ aber, groß. Ja, also, aber mehr Papier, als drin steht. Aber ist ja in den meisten Fällen was Gutes, wenn man sich auf wenig spezialisiert. Dann ist schöne Speisekarte. Ja. Sie haben die Karte geändert. Geil. Gratulation. Die Bestellungen bitte, liebe Gastronomen. In der Küche bleibt Tonino nicht lange alleine. Hi, grüß dich. Die Sonne geht auf. Hallo, wie geht's? Wie geht's dir? Klar? Alles klar? Ja, danke. Wir machen heute für dich knusprige Oktopus mit so einem Kartoffel-Olivenöl-Stampf, Wildkräuter und dann kommt noch eine Olivenöl-Salz-Marinade oben drauf und rosa Pfeffer. Mhm. Also ich finde, es klingt hervorragend. Und was ist da der Schwierigkeitsgrad? Naja, dass die Krake nicht Gummi ist, ne? So, wie du hier siehst, es ist voll vakuumiert, schön gegart auf Niedrigtemperatur. Das habe ich schon gestern Abend eingesetzt. Der sollte zwischen 7 und 8 Stunden, je nach Größe, garen, immer in einem Temperaturbereich von 72 Grad. Das ist super, er macht das gut. Du hast das auch gleich haltbar, du kannst es in die Kühlung geben. Dann mache ich hier auf, dann kannst du direkt sehen, auch welche Konsistenz wir direkt nach dem Garprozess haben. Dann kannst du aber nach diesem Garprozess ganz zart mit dem Messer aufschneiden. Warum ist der so rosa? Hast du den in irgendwas eingelegt? Nein, es ist einfach die Reaktion mit seinem eigenen Wasser. Mhm. Ja? Salzwasser natürlich, den Oktopus nimmst du aus dem Salzwasser raus. Mir scheint, dass dieser Oktopus jetzt direkt aus dem Sous-Vide-Becken kam. Der war ja auch, man hat gesehen, die Flüssigkeit war ganz, ganz, ganz flüssig. Das heißt, temperiert. Ein wichtiger Punkt noch, wenn wir das direkt aus dem Sous-Vide-Garer rausnehmen, egal ob jetzt Fleisch oder Fisch, der muss erstmal ruhen. Also runtergekühlt, am besten in Schockfroster, mindestens für 12 Stunden. Deswegen, den werde ich jetzt nicht anbraten. Ich nehme schon einen Teil, den wir für normal à la carte Arbeit benutzen. Dann zeige ich dir das direkt. Das verstehe ich schon. Also es entspannt sich alles nochmal und ist dann nachher besser und zarter. Und wenn das seine Philosophie ist, dass ich kein Gummiring kauen muss, sei es mir recht. Den hoffentlich wenig gummihaften Oktopus brät Tonino jetzt in Öl und Knoblauch an. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt und zwar würzen. Ich würze gerne mit Fleur de Sel. Wir haben unsere eigene Fleur de Sel hier und frischen Pfeffer und wird einfach reichlich mit Fleur de Sel gewürzt. Immer wichtig, frischer Pfeffer darf nie fehlen. Gesellschaft bekommt der Oktopus noch von Kirschtomaten und Petersilie. So, jetzt haben wir den Oktopus fertig. Jetzt machen wir die Basis für unsere Teller. Das ist der Kartoffel-Olivenöl-Stampf. Dazu stampft Tonino zunächst mehlige Kartoffeln grob an. Das ist ein sardisches Olivenöl, den wir direkt importieren. Den benutzen wir nicht zum Braten, nur zum Marinieren oder jetzt für einen Kartoffelstampf eine besondere frische und leicht herbe Note zu geben. Das Öl kommt hinzu, genauso wie Fleur de Sel und ordentlich Pfeffer. Also bei dem Kartoffelstampf kommt kein Muskatnuss rein. Ich kenne das so, dass man normalerweise Kartoffelstampf auch mit Muskatnuss würzt. Da hast du völlig recht. Muskatnuss ist Aromatik, passt sehr gut mit Butter, mit Milchprodukten. Aber in so einem frischen Gericht, wir suchen die frische Komponente. Mhm. Muskat wird das runter machen. Wir haben schon mal hier die Kirschtomaten, wir haben das fruchtige Olivenöl, mehr brauchen wir nicht. Okay. Die italienische Küche
Das Wichtigste ist das Grundprodukt. Grundprodukt die Basis, muss ja. stimmen. Mhm. Und den Rest, da musst du nur ajustieren, die Zutaten dazu und entsprechend anpassen, dann hast du. Okay. Muskat ist ja nicht unbedingt das Gewürz der Italiener. Von daher komme ich mit dem ganz gut klar. Mediterrane Schiene fährt er hier. Alles in Ordnung. Vorhang auf für den ersten Gang im Kaisertempel. Lass euch schmecken und wir sehen uns später. Kerstin und Max lassen sich der Fairness halber das gleiche Gericht schmecken, nämlich knusprigen Oktopus mit Olivenkartoffelstampf und rosa Pfeffer. Also der Oktopus hat eine super schöne Textur, ist super zart und überhaupt nicht zäh, sehr, sehr weich. Also ich würde sagen, der Oktopus ist sehr, sehr gelungen. Also ich hätte den Oktopus, glaube ich, genauso gemacht. Also mir hat es sehr gut geschmeckt, so wie er auch gewürzt war. Fantastisch. Es war wirklich geschmacklich sehr rund. Also auch das Kartoffelstampf ist auch sehr, sehr naturbelassen. Der Kartoffelstampf ist mir ein bisschen zu leicht. Also für mich hätte gern ein bisschen eine Prise mehr Salz drin sein können. Mir hat da ein bisschen der Wumms gefehlt, Salz, Pfeffer, vielleicht noch Paprika. Also ich hätte tatsächlich noch ein bisschen Muskatnuss dran gemacht, einfach um dem Kartoffelstampf ein bisschen Würze zu verleihen. Ein Ticken mehr Salz hätte mir auch besser gefallen. Muskatnuss ist, ich kenne tatsächlich so einen Kartoffelstampf mit Olivenöl. Und ich lasse mich da gerne drauf ein. Es muss nicht immer so schmecken, wie ich das irgendwann mal gelernt habe. Die Tomaten, super geil. Also wahrscheinlich mit ein bisschen Salz, Pfeffer schmeckt mir extrem gut. Das Grüne außenrum hat super gepasst. Also ich fand es stimmig, weil du halt verschiedene Texturen hattest. Der Oktopus ist ja eher ein etwas festeres Produkt und der Kartoffelstampf hat halt eine weiche Konsistenz. Und die Mischung dann noch mit den knackigen Cherry-Tomaten fand ich persönlich sehr rund. Taifun und Bare steht der Sinn nach Fleisch. Sie haben sich für das Carpaccio vom Black Angus Roast Beef mit Rucola, gebratenen Pilzen und Grana Padano entschieden. Oh ja, das Carpaccio vom Roastbeef hier, ne, gut gegart, das sieht man gleich mal. Ne? Dann ein bisschen zugeschustert, vielleicht ein Ticken viel Material obendrauf, aber es schaut trotzdem lecker aus. Also ich würde jetzt nur sagen, ja damit. Sagt das noch wer? Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Roastbeef an. Es ist perfekt, also genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Das Fleisch, das passt soweit, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ich glaube, das wird auch zerfallen, wenn es noch dünner gewesen wäre. Ich hätte mich gefreut, wenn auf dem Fleisch ein bisschen Salz wäre. Nicht auf dem ganzen Gericht, sondern vielleicht direkt auf dem Fleisch und die Toppings kommen drüber. Ist aber meine persönliche Meinung. Er hat schön, bisschen nicht dünn, nicht so dick, er hat gut geschnitten. Innen ist schön rosa, ne? Ja, ja. Schön so, wie es sein muss. Ja, ja. Schön rot. Ja. Die Pilze, keine Ahnung, was der Tonino da gemacht hat, aber die schmecken wirklich genial. Im Fachjargon nennt man das Umami oder so, glaube ich. Umami ist so dieses vollmundige, fast fleischige, so wird dieser Geschmack umschrieben. Und ja, das kann an den Pilzen so liegen und dann eben hat das gut gewürzt. Barisch hat einen bösen Verdacht. Ja, ich denke, das war schon fertig, Champignon. Also fertige Champignon ist aus der Dose. Ja. Und? Was ist dran am Vorwurf? Wenn jemand mir unterstellen sollte, dass diese Pilze aus der Dose kommen, gibt es zwei Varianten. Kommt er mit mir in die Küche, wird er überzeugt oder er hat komplett keine Ahnung und er weiß nicht, wovon er redet. Das habe ich schon gesehen, das gebratene Champignon, geviertelt, mariniert. Also ich verstehe den Marisch überhaupt nicht. Und vergiss es, Leute, vergiss es. Also ein Pilz, nur frische. Keine Varianten lasse ich dazu. Die Soße, Die Vinaigrette, die ist mir so ein bisschen, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Im Gesamtpaket war das Ganze so ein bisschen zu trocken für mich. Er hat es gut gemacht, die Vinaigrette war auch säurelastig, das hat das Ganze ausgeglichen. Aber mir hat einfach etwas mehr vom Dressing, von der Vinaigrette gefehlt. War mir ein bisschen zu trocken im Mund. Ich weiß auch nicht, das war ja was Cremiges hier, das war ja mehr im Dressing her. Ne? Und davon war aus meiner Sicht genügend drauf. Satt wird hoffentlich auch Hamdi. Er freut sich auf Caprino e Misticanza, also Salat der Saison mit Wildkräutern und Ziegenkäse. Der Salat schmeckt sehr, sehr gut. Es ist ein schöner, leichter, bunter Salat. Zu meinem Ziegenkäse muss ich sagen, ehrlich, ist auch schön leicht flambiert. Schmeckt auch sehr lecker, sehr gut. Unter anderem habe ich hier so ein kleines, ich glaube, das muss bestimmt ein Feigensenf sein. Was auch sehr, sehr gut schmeckt, auch dazu passt. Die Qualität vom Ziegenkäse fand ich sehr lecker, sehr schön. Auch oben drüber hat er das mit braunem Zucker karamellisiert und flambiert.
der Dressing vom Salat ist auch sehr schön gemacht, ganz leicht. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, noch süß, noch sauer. Also es passt einfach. Ich krieg den Salatgeschmack und ich krieg auch, sag ich mal, wenn ich mit Ziegenkäse esse, noch mal zusätzlich den Aromageschmack. Also mir passt das sehr, sehr gut. 12 Euro für den Salat finde ich okay. Ich könnte vielleicht mal 2 Euro weniger sein. Zwischen 9,50 Euro und 10 Euro, sag ich, wäre schon ein optimaler Preis gewesen. Ich kann schon sagen, dass unter die exponierte Lage, Tischwäsche, alles, schöne Speisekarte, Papier, jetzt dann auch noch hinzukommend 12 Euro gerechtfertigt sind. Bei den Tendenzen wünsche ich mir natürlich eine gute Beurteilung. Ich vermute zwischen 25 und 28. Das Selbstbewusstsein ist also noch nicht auf der Strecke geblieben. Wie ist jetzt die Lage bis jetzt? Kerstin und ich haben uns dazu entschieden, dir aktuell 8 Punkte dafür zu geben. Dankeschön. Gerne. Danke. Wir hatten verschiedene Meinungen. Also wir müssen ja gemeinsam eine Punktzahl finden und sind bei 8 Punkten gelandet. Vielen Dank. Danke euch. Danke. So, haben dich. Und wie sieht's bei dir aus? Also ich bin ganz ehrlich, muss ich dir sagen, momentane Bewertung an dich ist, ich hoffe, mich überrascht noch etwas mehr, gebe ich gerade 6 Punkte. Oh, danke schön. Darf ich an der Stelle auch fragen, warum die 6 Punkte? Ja, kann ich dir gerne sagen. Was sehr wichtig ist beim Italiener, ja, abgesehen von deine Weine oder deine Pfefferfamilie oder den Parmesan, hättest du noch mal ein bisschen zusätzlich noch mal uns anbieten können, weil die Pfefferfamilie beim Italiener, ja, ist wie bei Meros die Stimme. Oldschool. Das ist oft bei Möchtegern Italiener, die Pfeffermühle. Ja, man möchte gerne Italiener. Nicht, das ist eine Tradition beim Italiener. Möchte gerne Italiener ist eigentlich auch immer noch gut auf einer Seite, weil es eine Tradition ist. Lass gut sein. Handy, reg dich nicht auf. Ich bleib dabei, Tonino. Die geile Antwort sind jetzt 22 Punkte. Ich mache einen Italiener nicht von einer Pfeffermühle aus. Ganz herrlich. Ein bisschen überrascht bin ich schon, muss ich gestehen. 6 Punkte ist unterirdisch. Da brauche ich gar nicht zu kommentieren. Ich will mich auch jetzt nicht so direkt auseinandersetzen mit sowas. Jeder beurteilt das aber aus seiner Sicht. Man nimmt das an, ich versuche das jetzt einen Tick höher zu schrauben. Aus meiner Sicht gut eingeordnet, weil ich fand die Argumentation jetzt auch nicht ganz passend. Also nicht, um wirklich da eine 6 zu geben. Schauen wir ein wenig in die Zukunft. Du hattest noch ein letztes Mal bei dir das erwähnt, glaube ich, mit der Oldschool und diese Sache. Stimmt's? Kann sein. Wegen? Ja, Bella, wie kannst du vergessen? Passt in deine Kombination, die Pfefferminen, oder soll ich dir etwas? Brauche ich. Momentan ist meine Tendenz auch 5. Ui. 5. Selbstverständlich. Beim Hauptgang bekommt Tonino gleich doppelte Unterstützung. Tonino. Na? Hallo, ihr beiden. Alles klar? Gut, bei dir. Habt ihr die Küche gefunden schon? Haben wir gefunden, ja. Ihr habt Lamm bestellt. Ja, wir haben Zartes vom Lamm. Ach so, das haben sie essen, oder? Ja, das haben die essen. Zartes vom Lamm. Ja. Und dazu gibt es Kartoffelgratin und ich bin gerade dabei, das zu machen. Das sind die feinen Scheiben von den Kartoffeln. Kartoffelgratin, sehr, sehr cool. Finde ich klasse. Kommt eigentlich ja aus Frankreich und somit, ja, kann man mediterran gestalten. Dazu würzt Tonino zunächst warme Milch mit Salz und Muskat. Die zerkleinerten Zwiebeln landen in zerlassener Butter. Jetzt kommen die aromatischen Zwiebeln in Milch rein. Und wir haben eigentlich unsere Basis fertig. Ja, nur zusammenmischen, mehr braucht man nicht. Die Zwiebeln sind natürlich in der Zeit ein Tick weicher geworden. Und jetzt geht's hier weiter. Ich habe ein Blech leicht angefettet. Dann ran an die Kartoffeln, aber mit ganz viel Liebe und Geduld. Sag mal, ich sehe gerade, dass du das Ganze mit ganz viel Liebe und langsam übereinander lappen trocknest. Kann man das nicht einfach auch in den Gehirnbehälter reinkippen und dann die Soße drüber? Kann man, aber dann hast du ein komplett anderes Ergebnis. Du hast ja halt so einen Mischmasch. Und wenn du danach aber einen perfekten Schnitt haben möchtest von deinen Kartoffelgratin, die müssen relativ alle gleich aussehen, wenn du schneidest. Ja, wenn du die alle reinmachst mit der Soße, dann misch ich alles. Und auch von der Backzeit, das wird alles unregelmäßig. Ja, du hast keine Struktur in deinem Gratin. Auch vom Profi gibt's das Fleißkärtchen für die Schichtarbeit.
So wie der Tonino das macht, ne? Dauert das ein bisschen, ne? Präzise, präzise, junger Mann. 45 Minuten ohne viel Umluft im Backofen, eher so statische Hitze und bei einer Temperatur von ungefähr 180 Grad. Ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Kartoffelgratin-Fan. Ich liebe Kartoffelgratin. Mich hat es jetzt ein bisschen verwundert, dass er keinen Käse verwendet hat. Aber das Resultat sah letztendlich doch sehr geil aus. Ja, ja, weil es original nicht gehört. Punkt. Das ist es. Das ist dann irgendwann mal dazugekommen. Kann man machen, aber original nein. Wenig Kreativität erfordert das Zerteilen des Lamms, um die Schulter freizulegen. Dringend benötigt wird aber Können, und das hat Tonino offenbar. Ja, ich habe auch Metzger gelernt. Eigentlich, er hat tiptop gemacht. Die Schulterbit ist, er hat gut geschnitten. Er hat schön gemacht. Das brauchen wir. Das ist unsere Hauptdarsteller heute in eurem Hauptgericht. Lammschulter. Den werde ich jetzt, so wie der ist, ungewürzt, ungesalzt in eine Vakuumtüte reintun. Und werde ich dann direkt vakuumieren. Dann zeige ich euch, was ich damit mache. Auch wieder ohne Gewürze, ohne alles. Ne? Er will einfach das Eigenprodukt in den Vordergrund rücken. Ist ihm bei mir auf jeden Fall gelungen. Ne? Deswegen mittlerweile sage ich da lieber nichts. Dann ab zum Niedriggarn mit dem guten Stück. Wenn die 24 Stunden um sind, der wird, das Lammschulter wird runtergekühlt, am besten im Froster rein. Und nach einem halben Tag kann man ihn rausnehmen und Knochen und Gewebe, die man nicht braucht, werden für Jus benutzt. Und das Fleisch wird so geformt, zeige ich euch jetzt gleich, genau, wie du dann à la carte benutzen kannst. Ich bin eher ein Rostaromen-Fan. Ich brate immer sehr gerne an, auch Sachen, die auf Niedrigtemperatur gemacht sind. Die vorgegarte Lammschulter wird jetzt in Olivenöl mit Knoblauch angebraten. So, ich sehe schon, leckere Lammschulter, Kartoffelgratin. Und dazu, genau, wir haben so ein bisschen mediterrane Gemüse, zum Teil im Ofen gemacht, zum Teil leicht gedünstet. Der wird dann die Kombination mit Kartoffelgratin und Lammschulter am Tisch präsentiert. Ich denke, der wird sich da haben die aber freuen. Ich hoffe es auch. Wir sehen uns später, Jungs. Alles ciao, klar, mach's gut. Ciao. Lasst euch schmecken und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank. Bon Appetit. Dankeschön. Kurzer Tipp noch, falls Bedarf an Salz oder Pfeffer, frag gerne meine Leute an, die kommen sofort mit der Pfeffermühle. Oh, vielen Dank. Bon Appetit. Ja, so. Sehr gut gemacht. Und noch einen kleinen Schulterklopfer an Hamdi. Der ist schon voller Vorfreude auf sein Agnello al Forno, also zarte Lammschulter mit Kartoffelgratin und mediterranem Gemüse. Die Lammschulter, was er hier präsentiert hat, mit der Farbe, schön, also ganz ehrlich, ganz lecker angebraten hat er das. Es musste nicht mehr, es musste nicht wenig, es hat einfach alles gerissen. Es ist einfach in meinem Mund ganz ehrlich geschmolzen, ohne dass ich lang kauen musste, mir die Backe links oder rechts wehgetan hat, es war perfekt. Die Soße allein auch passend zum Fleisch, sehr, sehr schön. Die gratinierten Kartoffeln, finde ich, wurde sehr schön fein gemacht. Ich kenne es eigentlich von damals, von meiner Hotelbranche, wo ich ausgelernt hatte, ganz anders da. Da hatten wir es schön in der großen Pfanne gehabt, in einem Blech drin, und da wurde viereckig geschnitten. Diese Form, wie er es gemacht hat, wie so ein kleines Törtchen, nicht so groß, nicht so klein. Die ganze Kombination von dem Teller her, man hat alles gesehen, wie er es dekoriert hat, wie er es präsentiert hat. Für mich, für mein Auge, fürs Teller, perfekt. Siehste, der Hauptgang ist mega angekommen bei ihm. Also die 6 Punkte hat er schon vergessen. Die Neugier treibt Tonino aber flott zurück an den Tisch. Soll ich anfangen, Tonino? Ja, gerne. Kannst du gerne anfangen. Bei Taifun und Barisch geht's um das Feedback zum Selvagina. Nämlich dem Duett vom Taunus-Wildrehrücken mit Hirschschulter. Es ist ein bisschen feiner, ein bisschen, weißt du, auch tatsächlich, er hat 3 Scheiben gemacht, aber dafür sind sie ein bisschen dünner geschnitten, ein bisschen weniger von den Pfifferlingen, alles noch ein Ticken eleganter. Und das Fleisch? Rehrücken an sich war perfekt, innen leicht rosa, geschmacklich 1A. Super, 100% lecker. Eine kleine Frage nur. Bitte. Wenn wir bestellen, kriegen wir die Frage, Medium, well done, durch? Bei Reh
bin ich ein bisschen stur, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir Türke, wir essen ein bisschen Weldon. Ja, verstehe. Aber beim Reh, dann kriegst du einen Geschmack, der in Richtung so ein Leber geht. Badisch ist halt wichtig, dass man vorher nachfragt, weil es in unserer Kultur auch viele gibt, die etwas nur durchessen können. Aber ich kann ihn da auch nachvollziehen. Für mich muss das in der Mitte schön rosa sein, sonst macht das absolut keinen Sinn. Wenn ich da hineingehe, in dieses Lokal, Tonino, wie er ausgestattet ist, anschaue, so das Lokal kurz betrachte, dann weiß ich, dass ich es tatsächlich so gebraten bekomme. Also da würde ich mir eher wünschen, dass der Gastronom im Wettkampf jetzt ein bisschen das mal antießt. Ne? Sagt, du, pass auf, ihr macht das sicherlich Medium. Für mich bitte mehr Braten. Dein Kartoffelstrudel hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Die Füllung mit der Teigummantelung hat einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Das Einzige, was mir jetzt zum Schluss leider nicht gefallen hat, die Pfifferlinge, auf die habe ich mich sehr gefreut, ja. Die waren dann irgendwie zu stark versalzen, würde ich sagen. Mhm. Die sind zum Teil mit Absicht deutlich gewürzt, weil die anderen Komponenten sind eher zurückhaltend mit Gewürz. Intensiv und versalzen sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ich gehe eher mal davon aus, dass das gut, also bei mir war es super aufeinander abgestimmt und ich glaube, das hat er nicht verlernt innerhalb von kurzer Zeit. Nicht überwürzt kommt hoffentlich Kerstins und Max Wahl daher. Sie haben Spaghetti al Tartufo mit frischem Norcia-Trüffel geordert. Ich fand es sehr schön, dass ihr den frischen Trüffel direkt über dem Teller reingerieben habt. Für mich super geil anzusehen. Geschmacklich kann ich am Trüffel nichts aussetzen. War für mich sehr lecker. Ja, also ich finde den Trüffel auch sehr, sehr gut. Besonders zu erwähnen ist auch, dass ihr kein Trüffelöl benutzt, wenn Nein, ich jetzt wir wirklich auch kein Trüffel. Keins rausgeschmeckt habe. Also ich persönlich mag es, dass es nicht mit Trüffelöl intensiviert wird, weil es halt einfach nicht das Produkt ist. Also es ist einfach nicht die Natur. Ein richtiger Trüffel schmeckt einfach nicht so intensiv. Und das finde ich völlig in Ordnung. Trüffelöl ist ja eine Chemiekeule und Trüffelfrisch ist Trüffelfrisch, ne? Mir persönlich war es ein bisschen zu lasch. Also mir hat so ein bisschen die Power gefehlt, so mit Salz, Pfeffer noch ein bisschen. Ja, ja, also tatsächlich muss ich dem Max zustimmen. Also Salz, Pfeffer war leider gar nicht drin. Insgesamt war die, hat mir ein bisschen Soße gefehlt, ein bisschen Textur. Ja. Ist leider ein bisschen trocken gewesen. Zu dem Punkt, dass es zu trocken war, ja, das kann vorkommen, auch oft. Parmesan saugt auch einen Anteil an Feuchtigkeit. Wir benutzen ganz wenig Soße bei Trüffelpasta, ganz wenig. Ja, wir versuchen wirklich, den Geschmack so natur wie möglich zu lassen. Es könnte natürlich liegen, wenn man jetzt zwei, dreimal umdreht, dass natürlich auch dem Parmesan einen Tick an Feuchtigkeit sagt, aber das bedeutet nicht, dass das komplette Bild natürlich einen Tick mehr Soße gebraucht hätte oder Feuchtigkeit. Eher das Nudelwasser und das vielleicht ist ein bisschen weniger genommen worden. Vielleicht stand es auch kurz, also es zieht wirklich ganz schnell die Feuchtigkeit raus. Das ist eine Tatsache. Fazit habe ich aufgenommen. Natürlich bin ich happy, bin glücklich, wie die Abgänge angekommen sind. Auch über die Ehrlichkeit der Gäste ist immer für mich ganz, ganz wichtig. Beim Dessert darf Max, der Jüngste der Runde, assistieren. Hi, Tonino. Hey, Max, mein Lieber, grüß dich. Alles klar? Geht's dir gut? Wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Ja, wunderbar. Du weißt es ja, in der Küche geht's mir immer gut. Perfekt, sieht man. Alles gut. So, was soll ich dir zeigen heute? Wir machen heute das Dessert. Ja, eigentlich ein Klassiker der internationalen Küche mittlerweile. Wir haben die französische Art, wir haben Meuleux au Chocolat, das ist ein warmes Schokotörtchen. Ah, französische Variante. Also das ist der französische Name von dem Schokokuchen, den wir hier so lieben, ne? Wo dann die Schokolade so schön rausrennt. Ne? Ich nehme jetzt die geschmolzene Schokolade, dann beschleunige ein bisschen unsere Arbeit. Was haben wir da jetzt so, für Schokolade? Siehst, eine belgische Schokolade, 70% mindestens Kakaoanteil. Du brauchst schon eine Schokolade, der was drauf hat. Auf jeden Fall. Tonino benutzt ja 70%ige Schokolade. Ich würde es auch so machen, weil alles, was darunter liegt, geht ein bisschen der Geschmack verloren. Jetzt werden erstmal 8 Eier, 150 Gramm Zucker und 120 Gramm Mehl miteinander vermengt. Natürlich darf die Schokolade nicht fehlen. Ich mache immer eine kleine Prise für das Sel. Ganz wichtig. Ja. Der hebt alle Geschmack höher. Das werdet ihr auch später feststellen, aber das ist entscheidend. Das passt auch gut, ne? So eine kleine Prise Salz, das kennt man ja, ne? Desserts brauchen auch immer eine Prise Salz, gibt den ganzen Körper. Kann man zu Hause aber auch mit dem normalen Salz machen, aber das hat schon was. Max hat auch was, nämlich Fragen. Wenn ich mir das jetzt zu Hause nachmachen würde,
Müsste ich das mit der Hand schlagen oder könnte ich das auch einfach im Mixer oder in der Küchenmaschine machen? Das ist auch eine wichtige Frage. Und du hast auch ein Verb jetzt benutzt, der eigentlich in diesem Rezept nicht vorkommt. Aha. Man darf nicht schlagen. Du musst das zusammenrühren. Ja. Aber schlagen muss man nicht, weil in dem Moment, wo du die Eier schlägst, dann bekommst du auch Volumen und entsprechend Schaum und verändert natürlich die Konsistenz. Da geht es wirklich darum, dass man jetzt da nicht irgendwie anfängt, was aufzuschlagen. Ein Vollei hat ja eben auch Eiweiß und dann zieht es doch ein bisschen an. Das will man nicht, das will man vermeiden. Ruhig zusammen rühren. Nun Förmchen einfetten, rein mit der schokoladigen Masse und ab in den Ofen. Dann vielen Dank für den Einblick in die Küche, ins Dessert. Wir sehen uns am Tisch. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich super aufs Dessert. Ich freue mich, dass wir uns servieren. Bis später. Also, ciao. Bis später. Gut. Ciao. Wie die Zeit vergeht, da kommt auch schon der finale Gang. Genießt das und wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns später. Kerstin und Max haben sich für die italienischste aller italienischen Nachspeisen entschieden. Sie lassen sich das Tiramisu schmecken. Ich persönlich bin nicht so der Tiramisu-Fan. Wenn ich es ausprobiere, werde ich meistens enttäuscht. Hier wurde ich absolut überrascht. Für mich eine 10 von 10. Ja, ich habe ihn ein bisschen genötigt tatsächlich. Er musste das bestellen, weil ich bin absoluter Tiramisu-Fan. Du siehst ja auch im Tiramisu die einzelnen Komponenten. Die Verteilung von dem Biskuit und der Mascarpone war optimal abgestimmt. Es war nicht zu wenig Mascarpone, aber auch nicht zu viel. Die Früchte als Deko finde ich auch passend. Auch wieder hier klassisch. Bisschen frische Pfefferminze, ein bisschen Himbeer und Maracuja-Soße, auch noch mal, um dem Ganzen so ein bisschen Farbspiel zu geben. Ich finde es wirklich sehr, sehr rund. Für mich auch sehr gelungenes Dessert. Also das Dessert hat für uns die Hauptspeise fast schon wieder wettgemacht. Das ist stark, ne? Das Tiramisu ist so gut, dass er ja, Dinge wieder wettgemacht hat, die nicht ganz gut ankamen. Auch Taifun und Bare stehen auf Dessert-Klassiker. Die beiden freuen sich auf die Creme Brûlée. Ist auf jeden Fall gelungen. Oben schön flambiert, schön knackig. Die Konsistenz ist gut. Also ich kann da nichts dran aussetzen. Einfach zu machen, aber der ist einfach super lecker, gell? Das, was wichtig war, dass du oben eine knackige Schicht hast. Die ist ihm gelungen. Da hatten wir hier noch ein bisschen Crumble dabei. Mit ein bisschen Eis, Vanilleeis war das. Und auch lecker. Schöne Deko mit frischem Pfefferminze, ne? Ja. Bisschen Minze. Minze. Wieder Anrichtung, muss man wieder sagen. Mhm. Wieder super. Man merkt, dass er sich in der Küche Gedanken macht. Er will wirklich, er will nicht nur authentisch wirken, er will auch, dass der Mensch mit dem Auge auf jeden Fall mit ist. Fürs Auge ist auch Hamdis Wahl etwas. Er hat sich für das Moelleux au Chocolat entschieden, das Schokotörtchen. Schokotörtchen, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich das so hier schön anschaut. Guck mal hier, schöne leckere Schokolade, schön frisch. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt, sehr lecker. Ich fand ihn sehr geil, sehr schön, weil es wichtig ist bei diesen Törtchen, auch wenn es diese Schokolade drin hat, wenn du es dann teilst, dass die richtige karamellisierte Schokolade rauskommt. Und es hat richtig gepasst, war sehr toll gewesen. Das Eis hat mir sehr gut geschmeckt, ja, ein richtig tolles Geschmack. Das Eis, was da war, das war ja, ich habe erst gedacht, es wäre ein Vanilleeis, aber es war ja wirklich ein Nusseis gewesen mit Nuss drin. Und das hat dann mit der Schokolade schön kombiniert und schön gepasst. Für meinem Dessert 12 Euro, vielleicht könnte das mal so circa 1,50 zwischen 2 Euro weniger sein. Das könnte ein bisschen zu teuer sein. Bleibt am Ende die Frage aller Fragen, was steht unterm Strich? Wir haben zu zahlen insgesamt 411,90 €. Also bei den Getränken liegen wir ungefähr bei 120 € und die Speisen liegen bei knapp 292 €. Also 60 € pro Person für die Speisen. Nur fürs Essen. Leute, ich sag mal so, ich find's ein Ticken zu teuer. Ich finde das überhaupt nicht zu teuer, wenn man berechnet, so ungefähr 60 € für ein Dreigang-Menü im Durchschnitt ohne Getränke. Ist mehr als fair. Preis-Leistungs-Verhältnis, alles zusammen, ist doch wirklich spitze. Ich meine, Entschuldigung, ne, ihr seid zu fünft. Ne? Wir haben ja ein Pärchen am Tisch und haben eine Rechnung von 411 €. Das finde ich schon in Ordnung, richtig in Ordnung, muss ich sagen. Liebe Frankfurter, einmal an die Punktechips bitte.
Ich finde, der Tag ist super gelaufen, für mich sowieso. Super Gäste. Ich fand das alles ja, mit Höhen und Tiefen eigentlich eher in eine positive Richtung alles. Und ich bin gespannt jetzt, was für Feedback kommt. Dann zeig mal her. Dann zeig mal her. So. Ich weiß, wir sollen nicht vergleichen, aber es ist schon, er ist schon ein guter Koch, ne? Eine 8. Ich kann mit einer 8 mitleben. Ja, es kommt natürlich, muss ich ergeben, auch von wem das war. Ist schwer, das jetzt zu beurteilen. Wenn ich vielleicht alle Zahlen habe, kann ich eine Idee haben. 8 souveräne starke Punkte. Noch eine 8. Da sind wir schon bei 2,8. Ja, das ist schon mal was. 8 Punkte. Punkte. Ja, wir sind trotzdem sehr, sehr happy darüber und schauen mal jetzt, was kommt. Oh, hey. Sehr gut. 8 Punkte. Es ist völlig in Ordnung, ja, mit Höhe und Tiefe, die wir erlebt haben. Ich kann damit leben. Eine kleine Enttäuschung ist natürlich da. Ja, das ist jetzt keine. Aber da kommen jetzt noch 2 Tage. Mal schauen, was in den nächsten 2 Tagen passiert. Daumen nach oben. Neue Führung, 24 Punkte. Aus meiner Sicht verdient. Damit hat Tonino das Barisch Taifun-Doppel um einen Zähler überholt. Die Punkte vom Profi gibt's wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen geht's zu Kerstin und Max. Die sind vor allem eins, ehrgeizig. Egal ob Frankfurt oder New York, wir wollen heute hoch hinaus. Taifun sucht das Haar im Dessert und wird fündig. Ich sehe hier direkt schon am Anfang ein Fisch, was hier auf meinem Teller krabbelt, und ein Haar. Haar und Tier, Alter, mir geht nicht. Kann Kerstin die Doppelkatastrophe ausbügeln?